Moin Leute, willkommen bei Gymnasty Playground zu einem neuen Video, einem neuen Review und zwar über ein ziemlich gehyptes Auto letztes Jahr und ob er dem Hype gerecht werden konnte und was ich von ihm halte, das seht ihr nach dem Intro. Ja Leute, willkommen beim neuen Video. Ja, Review vom Kronos. Ging dann jetzt relativ fix. Eigentlich mache ich meine Videos immer recht Freestyle-mäßig. Ich weiß ja, was ich sagen will, ich weiß ja, was ich mit dem Wagen erlebt habe und gehe dann nach so grobem Konzept das immer durch, ne? So, manchmal kriegt man so schlaue Nachrichten, ja, du musst da ein Drehbuch machen, das ist ja... Also ich mache hier seit einiger Zeit schon YouTube halt und weiß schon, wie ich es am besten halt mache. Aber man macht sich ja trotzdem so seine Gedanken im Kopf, was will ich überhaupt sagen, was hat mich bewegt, was hat mich gut gefunden, was hat mich negativ gefunden, was für Umstände begleiten das Auto auch und kann ich das mit reinwerten und. Ne? Ja, fangen wir einfach mal ganz nüchtern an und ich packe mal so ein bisschen drumherum Kram ans Ende von dem Video. Wir haben hier den ersten Versuch von Coralli oder Team Coralli, einen Basher auf den Markt zu bringen. Der Kronos hat noch Schwestermodelle wie den Shogun. Das ist die Truggy-Version von dem hier. Der ist eigentlich komplett gleich, außer Karosserie. Und er hat nicht die breiten Radträger, die der hier drin hat. Also er ist ein bisschen schmaler und natürlich Truggy-Räder. Dann gibt es den Python, den Buggy und den Dement. Das ist eigentlich dieser hier. Nur verkürzt und weniger gut verstrebt am Ende. Aber hier geht es ja um den Kronos. Das ist ja der Wagen, den ich getestet habe. Und ich hatte erst so keine Lust, wirklich den Wagen zu testen. Aber dann, es ist eine neue Marke, also nicht eine neue Marke, aber es ist ein neues Auto auf dem Markt. Und man ist ja einfach interessiert. Und deswegen hatte ich gesagt, okay, alles klar, hole ich mir den Kronos. Weil der entspricht eher am ehesten dem, was ich mag. Nämlich ein fetter Monster Truggy. Das sind einfach die Autos, die sich so für meinen Stil am besten halt herausgestellt haben. Ja, gehen wir den Wagen Stück für Stück durch. Als allererstes, wie immer, das Exterieur, die Reifen. Mit den Reifen bin ich sehr zufrieden. Sie sind sehr leicht, bieten tollen Grip, aber auch gerade noch genug Gewicht, um ihn halt gut rumzuwerfen in der Luft für Backflips. Dass das so gut funktioniert, daran sind nicht sie alleine schuld. Dazu komme ich im Laufe des Videos. Design ist ein bisschen uninspiriert. Felge ist die, beim Dementor die gleiche. Ist okay, wenn man das erste Auto auf den Markt bringt, kann man nicht gleich erwarten, dass man da verschiedene Felgen und so weiter dann macht und so. Na, der hat auch, glaube ich, die gleichen Reifen dann da drauf, der Dementor. Steht nichts drauf auf Reifen, nur noch ein Profil hier, Badland-Style. Einfach nur alles ganz simpel gemacht. Aber es funktioniert. Na, das ist ja auch die Hauptsache. Hinten haben wir hier einen Flügel am Flügelhalter dran. Der Flügel ist auch Standard. Nichts Besonderes. Karosserie-Design, muss ich sagen, gefällt er mir hier noch am besten. Von allen. So, das hat unterschiedliche Gründe. Die Form ist eigentlich relativ in Ordnung, muss man sagen. Ich habe da noch mal bei Markus Philipp mal gesehen, der hat mal eine so eine Karosserie in klar lackiert. Das sah gar nicht mal so schlecht aus. Das ist tatsächlich eher so ein bisschen die Lackierung. Und, oder die Bedruckung. Hier noch relativ aufwendig gehalten, gegenüber zu den anderen. Ja, aber das, was die Karosserie soll, nämlich halten, das tut sie verdammt gut, muss man sagen. Ne, also die Aufkleber sind hier noch ein bisschen detailliert, bei den anderen sieht das teilweise grottenschlecht aus. Ja, ist halt Geschmackssache, aber wenn man hier mal schaut, hier ist ein kleiner Riss. Ne, die Abschürfung hier, die sind ganz normal. Aber ansonsten, auch hier im hinteren Bereich, wo sie auch viel leidet, hier ist genau der gleiche Teil auch ein Riss. Das sind die einzigen Schäden, die er davon getragen hat. So, also die Karosserie, Hut ab, die hat alles gut überstanden. Das muss man sagen. Da haben sie einen guten Job gemacht. Ja, so. Gehen wir mal, ich positioniere die Kamera für euch mal um. Und dann sehen wir uns mal das Innere des Chassis an. So, das Erste, was hier ins Auge springt, ist natürlich die Elektronik. Aufgrund des roten Reglers, sage ich jetzt mal so. Da hat man sich für eine interessante Farbe entschieden.
Da hat doch mal eine Marke damals, die ich wahrscheinlich eher öfter noch erwähnen werde innerhalb dieses Reviews, nämlich Arma, die hat sich auch mal für entschieden, sind sie dann relativ schnell von weggegangen. Aber die Farbe hat ja nichts zu sagen. Wir haben hier einen voll programmierbaren Max 8 drin, der alle Vorteile und keine Nachteile eines Max 8 natürlich halt genauso teilt wie ein Originaler. Motor haben wir hier einen 2050 KV Motor, der Kuron 825, und das hier ist wieder Torx. Ich hatte mich im Unboxing schon darüber geärgert oder darüber ausgesprochen, dass warum man denn die Torx 185 nennt und so weiter. Das ist ja ein bisschen provozierend. Der Motor ist meines Erachtens genau der gleiche, den Arma auch verwendet, vom Design her, von der KV-Zahl her, vom ganzen Verhalten. Obwohl das Verhalten hier nicht so leicht zu erkennen ist, aufgrund des Antriebsstrangs. Ja, an der Kombo ist eigentlich nichts auszusetzen, im Normalfall. Hier ist nämlich was passiert, das kann ich nicht verallgemeinern, das ist bei meinem Kronos so passiert. Warum das so war, ist mir auch unerklärlich, aber es war so. Und zwar zeige ich euch hier mal Bilder von meinen Goldkontakten. Er hat in den Videos, klar kam es auch zu Abschaltungen, weil es einfach übertriebene Ströme und Hitze geflossen sind, aber er hat ein bisschen, es war wie Cocking-Probleme gehabt. Hat sich jetzt herausgestellt, dass es die Stecker waren. Ich habe hier neue Goldkontakte angelötet und so ist auch das letzten beiden Fabius entstanden, wo es diese Probleme nicht mehr gab. So. Ja, aber das tritt ja nicht auf alle Corallis zu und oder alle Kronos oder was ich zu. Von daher kann ich das jetzt eigentlich auch nicht so wirklich halt bewerten. Es war dennoch sehr frustrierend, dass man einfach keinen vernünftigen Lauf hinkriegen konnte, ohne dass halt er plötzlich irgendwie stehen blieb oder ja, Rumpfaxen gemacht hat. Das war schon ein bisschen frustrierend. Was auch frustrierend war, ist, dass wir es hier auch geschafft haben, das Servoproblem zu reproduzieren, dass es nämlich nur noch zu einer Seite lenken konnte. Das ist diversen Leuten passiert und ja, wurde hoch gelobt im Anfang und so, war super tolles Servo. Tut auch seinen Dienst mit 20 Kilo, auch relativ stark, aber nicht haltbar. Und ich bin einer, der immer positiv über die Arma-Servo spricht, wo alle sagen, die sind Schrott und die gehen sofort kaputt. Ich benutze sie und ich weiß, wie ich das einzustellen habe, dass sie halten. Das gleiche ist hier auch passiert, aber es hat nicht gehalten, komischerweise. Das hier ist ein nagelneues Servo drin, das ist noch nicht benutzt. Und ja, der Austausch hat relativ lange gedauert. Lief über Spezial Arpen, die können ja nichts für, sollte dann auch zu mir kommen, kam dann aber halt wieder zu Spezial Arpen erstmal und die mussten das mir dann schicken. Naja, aber es ist auf jeden Fall da. Dazu gehört hier auch die Empfängerbox und die Fernsteuerung. Die Fernsteuerung kann ich euch gerade nicht zeigen, weil ich habe sie ganz ehrlich irgendwie verschachert. Und ja, die Empfängerbox ist ausreichend groß definitiv. Und hier ist mal einen schönen Kabeleingang. Da kann ich nichts dran meckern. Hier ist so ein Transponderhalter eingebaut, den brauchen wir natürlich nicht als Becher. Und ja, die Fernsteuerung kann ich euch aber sagen, erfüllt ihren Zweck für den Anfang definitiv. Genauso wie es auch die STX2 bei Arma tut. Da meckere ich ja nur darüber, dass die bessere Funken im Programm haben oder jetzt ins Programm gekriegt haben. Und ich hoffe, dass zukünftige Armas ohne Aufpreis damit ausgestattet sind. Ne? Das ist ja der Punkt, den ich da kritisiere. Wenn ihr das Talion-Video von ein paar Wochen gesehen habt, da bin ich auch geballert. Einfach so, zack, aus der Box heraus den Talion, ne? 6S rein, Skidblade-Dronner und gib ihn mit der Originalfunke und kam eigentlich sofort drauf klar, komischerweise. Was mir eigentlich meistens schwerer fällt. Aber vielleicht bin ich einfach in Übung gerade. Ja, so viel zur Elektronik. Ja, der nächste Punkt, über den ich mit euch sprechen möchte, ist der Antriebsstrang. So, Antriebsstrang. Ja, habe ich im Unboxing auch gesagt und in den diversen Videos wieder erwähnt. Corelli hat hier eine Sache gemacht, die ich aus meiner Sicht als Fehler erachte. Das hat sie auch schon in der Vergangenheit bei Autos, die auf den Markt gekommen sind mit viel Tamtam, auch als Fehler erwiesen. Und zwar haben sie die Differentiale so gebaut oder halt so ausgesucht, sprich das Tellerrad und den Triebling, dass wir hier eine interne Übersetzung bekommen, die dem eines Highspeed-Buggies ähnelt. So. Ja. Wurde halt dann auch schnell ein bisschen verbreitet halt und sowas damals. Ich verfolge natürlich auch das Social Media Auftreten dann von, wenn jemand so auf den Markt prischt oder allgemein. So bildet man natürlich auch Sympathien für die Marken halt. Ne? Wie verhält sich die eine Marke, wie verhält sich die andere, was tut die eine Marke, nicht so. Und ist natürlich eine Sache, die ich hier nicht mit einfließen lassen kann. So.
Aber da wurde dann gesagt, ja, das haben wir gemacht, weil das Auto hier auf dem Wettbewerbsauto basiert. Das soll ja auch noch so ein super Full-Option-Auto angeblich kommen. Gibt es Gerüchte, ob das so ist, weiß ich nicht. Oder ob man den jemand sehen wird, keine Ahnung. Aber ich sage, das ist falsch. Das ist nicht so, weil das auf dem Wettbewerb basiert. Weil den Wettbewerbs-Truggy, der so fährt, den möchte man mir bitte mal zeigen. Habe ich damals auch schon gesagt. Weder ein Team Associated noch ein X-Ray, der ja nun auch immer noch Brand of Mark ist, oder halt ein Techno, wo Techno ist, glaube ich, so ein bisschen für sich, da habe ich nicht nachgeschaut. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Aber der X-Ray als Beispiel, der hat eine ganz andere Interne-Besetzung, nämlich eine Truggy-mäßige. So, nämlich mit 4,3 und hier haben wir 3,08, um das mal zu sagen. Um euch mal Zahlen zu sagen. Hatte ich aber auch schon in vorigen Videos erwähnt. Das HZ ist auch noch verkleinert worden auf 46. Ist noch okay. Und ein 13er Ritz. Nennt man jetzt mal den Creighton einfach. Habe ich euch auch schon im Vergleich gesagt von den beiden Autos. Der kommt mit, auch mit einer 4,3 intern. Der kommt mit einem 50er HZ mit einem 12er Ritzel. Abgesehen von dem Ritzel genauso wie der X-Ray. Ein Wettbewerbstrucky. Also halte ich diese Aussage, das kommt wegen Wettbewerbsbasis und sowas, einfach für, ja, dahingesagt. Der einzige Grund meines Erachtens, warum das so gemacht wurde, ist, um den unglaublichen Höchstgeschwindigkeit von 110 km/h zu schaffen. Hatten wir nicht ganz hingekriegt, weil das natürlich unfahrbar ist. Und das, die Bedingungen waren damals auch sehr schwierig. Und sehr, das war damals mitten im Sturm Sabine. Und man kriegt auch ganz schön Schiss mit dem Ding, muss man echt dann sagen, wenn der dann so über die ganze Straße schwimmt, weil nichts hier auf Highspeed ausgelegt ist. Ja, so viel dazu. Das hat natürlich zur Folge, dass man hier schnelle Hitzeentwicklungen hat, hohe Ströme, die fließen. Es gab schon bei den Temperaturen jetzt teilweise bei manchen Tagen Temperaturprobleme. So, dass der Motor kochend heiß war, am Regler, der Kühlkörper war heiß, die Kondensatoren konnte ich nicht anfassen. Der Wagen ist sogar mehrfach stehen geblieben deswegen. Gerade im 6S-Betrieb. So. Jetzt kommt noch da hinzu, dass man ja dann, dass gesagt wird, ja, man könnte ja runterritzeln. Bei so einer internen Besetzung macht das Runterritzeln sehr viel aus. Wenn ich jetzt als Beispiel einen Creighton nehme, der ja, ich sag mal, konservativ gebaut ist. Wenn ich da von 12 auf 13 oder von 13 auf 14 springe, oder von 12 auf 14 macht das halt schon einen Unterschied, aber auch nicht so einen gewaltigen. Einen merkbaren, aber keinen gewaltigen. Hier haben wir auf ein 11er Ritzel runtergeritzelt, um es zu testen. Und das war meines Erachtens nach ein viel größerer Sprung, diese zwei Zähne, als es beim Creighton der Fall wäre. So, er war immer noch sehr schnell im Gelände, aber viel besser kontrollierbar. Man konnte voll durchziehen, der Motor konnte ausdrehen, weil dieses im Teillastbereich fahren, das erzeugt ja auch enorm Hitze im Motor, wenn er nicht ausdrehen kann. So, und das konnte man mit dem 11er Ritzel definitiv machen. Über Ramp hat man aber da gemerkt, da fehlt ihm jetzt aber der Bums, um den Backflip durchzuziehen. So, temperaturmäßig war da alles in Ordnung. Wie das im Sommer sein wird, kann ich halt nur erraten, weil wir ja noch keinen Sommer haben. So, ich denke mal, es könnte sich jetzt, wenn es wirklich immer möglich ist, was ich bezweifle, mit einem 13er Ritzel, ich sag mal, ein Akku voll durchzuballern, volle Kanne, ohne dass er von alleine nach Ende Gelände, so, dann 4S 13er Ritzel in geübten Händen okay. Aber ich würde mal sagen, damit auch der Spaß auch wirklich da ist, weil es macht einfach keinen Spaß, wenn die Kiste so übertrieben überpowered ist. 12er Ritzel könnte wirklich der Sweet Spot sein. Ne? Also der Mittelweg, das könnte funktionieren. Auch das Runterritzeln beseitigt ja nicht das Problem mit der internen Besetzung, weil dennoch muss der Motor diese Walzen ja hier bewegen können mit der Antennenbesetzung. So, egal wie er geritzelt ist, er muss ja trotzdem halt das Getriebe bewegen halt. Was ihm einfach schwerer fällt so. Das ist so. Und ich vermute es nur, kann es natürlich euch nicht beweisen, aber ich glaube, dass dieser Verschleiß an den Outdrives, den ihr da sehen könnt, damit auch zusammenhängt. Ne? So sehen alle Outdrives aus. In der Mitte, die sehen nicht ganz so schlimm aus oder nicht so schlimm aus. Und ich mache das Review jetzt hier relativ früh. So, wir haben mindestens 8, vielleicht 10 Akkus. Man hat auch nicht immer mitgezählt und sind damit gefahren worden. Und das ist schon heftig, wie ich finde. So, es ist auch bekannt.
Da wird aber dann gesagt, ja, man, entweder macht man den Outdrive hart oder den Pin oder umgekehrt, so, und ja, man könnte, ich habe heute auch wieder was Interessantes wieder gelesen, halt, was man dann machen könnte und so weiter, wie man früher sich beholfen hat. Ja, ist alles schön und gut. So, es heißt auch, das geht zu einem gewissen Punkt und dann geht es nicht weiter. Dann, ne, ist es nicht linear, dass es immer, dass er immer durchgesägt ist vom Pin. So, das ist auch klar, dass es irgendwann halt, ne. Aber dennoch finde ich das ziemlich viel und sieht ziemlich doof aus auch. So. Und dass man ja entweder das eine oder das andere haben kann, muss ich dann da wieder zur Konkurrenz gehen und sagen, oder ich habe schon so viele Autos gehabt und auch halt wirklich der. Die Competition, wo sie sich mit dem Wagen halt reinbegeben haben, durch diverse Anspielungen, ist halt nun mal armer. Und da geht's auch. Da war es nicht immer so, ne? Zum Thema V1, ne? Aber jetzt haben sie es ganz gut im Griff. So, ich habe weder das meine Pins brechen, noch irgendwie übertrieben schnell abnutzen oder die Outdrives übertrieben schnell abnutzen. Egal, wie lange ich Autos behalte. Und ich wechsle ja nicht jedes Auto immer rucki-zucki nach dem Review aus. Ne, die Projektfahrzeuge, die Grundbasen sind ja hier jahrelang da. Ne, oder mehr mindestens ein Jahr, werden dann vielleicht ersetzt durch neuere Teile und sowas. Aber es geht. Ne, das schließt sich nicht aus. Das ist auch dann so ein bisschen, muss ein bisschen das Gesicht wahren, verstehe ich auch. Ne, aber ja, das ist der Antriebsstrang. Was man aber sagen muss, er hat gehalten. Wie lange das alles gut geht, kann ich nur mutmaßen halt. So, er hat jetzt gehalten, ich würde jetzt einfach mal behaupten, das hält auch weiterhin. Ne, aber ja, das war jetzt ein bisschen größeres Kapitel, der Antriebsstrang. Ja, der restliche Aufbau, das Chassis. Also ich muss sagen, diese Verstrebung hier hinten und so weiter halt, hat ihren Zweck ganz gut erfüllt. Das Chassis ist absolut gerade. Da ist nichts kaputt gegangen. Ich habe mit diesem Fahrzeug keine Skidplate verwendet. So, weil, ja, ich will natürlich testen, was kann er überhaupt. Ne? So. Ist auch interessant gebaut. Ich weiß gar nicht, wie die Skidplates, die zum Beispiel Boris hier machen wollte, wie die aussehen. Ja, natürlich hier Löcher, die wir benutzen können für eine Skidplate, aber dann verstärken wir ja nur hier, man müsste ja hierüber hinausgehen. Also die Skidplates müssten ja eigentlich relativ riesig sein, um das abzustürzen. Das weiß ich gar nicht, was da gemacht wird, aber ist bei mir auch nicht nötig gewesen. Die Teilequalität ist eigentlich für ein RTR-Fahrzeug ganz normal und auch gut. Ich sehe hier nichts Überragendes, auch die Dämpfer nicht. Die arbeiten schön, gefallen mir. Aber ich sehe jetzt nicht, dass die irgendwie qualitativ übelst besser sind als zum Beispiel von Arma oder von Hobaro oder sowas. Das ist genau das gleiche in meinen Augen, ne? So, also da sehe ich keine großartigen Verbesserungen. Auch hier die Strebe hat eigentlich gehalten, ist nicht kaputt gegangen bei mir. Dran arbeiten ist eigentlich auch ganz okay, muss ich sagen. Könnte besser sein. Ne, wenn ihr das Ritzelspiel hier einstellen wollt, diese Kappe lässt sich hier nicht einzeln wegnehmen. Ihr müsst den Tower abmachen. Dazu schraubt ihr hier zwei Schrauben los und hier oben könnt ihr durchgehen, das war ganz durchdacht. Und können das ganze Ding dann hochnehmen und können dann halt das Ritzelspiel einstellen. Das Middle Diff lässt sich so auch gleich entfernen. Ist ein bisschen tricky mit der langen Welle, das verhakt sich alles so ein bisschen, weil das Middle Diff hier hinten in einem Slider drin sitzt, der mit rauskommt. Vorne und hinten ist es ähnlich gemacht wie bei Arma, aber ihr löst nicht vier Schrauben, hängt die Dämpfer aus und den Stabi und nimmt die Kappe weg. Ihr löst zwei Schrauben, Stabi aushängen, Dämpfer aushängen. Und von unten zwei Schrauben, aber ihr müsst dann noch zwei Schrauben hier hinterlösen, weil der ganze vordere Halter muss weg. Weil, das kann man vielleicht von der Seite sehen, hier ist es so, dass die Kappe dahinter klemmt. Die kriegt ihr nicht nach oben hinweg. Es muss auf jeden Fall ein bisschen gelockert werden. Also ganz so easy, wie es dann teilweise auch in der Anleitung aussieht, ist es dann doch nicht. Die Anleitung, wo ich da gerade von spreche, zeige ich sie euch mal eben. Das ist sie, in schwarz-weiß gedruckt. Die Aktionszeichnung, ich hatte sie auch schon gezeigt im Review, sind relativ nutzlos. Man sieht zwar, wo irgendwelche Teile sind, aber es sind keine Artikelnummern hinterlegt. Dafür sind hier hinten nochmal Bilder, also ihr müsst halt dann einen Bezug dazu herstellen, wo was ist. Hier ist auch so ein bisschen halt Wartung beschrieben, Dämpfer befüllen. Das ist eine coole Sache hier, das habe ich noch nie gesehen bei einem RTR. Ja, hier zum Beispiel geht angeblich, dass die Kappe raus, ohne dass der Bumper weggeht. Also habe ich so nicht hingekriegt. Ne? Deswegen, ich löse den Bumper eben schnell und den Halter. Dann geht das. Eine Sache noch, die ich beim Antriebsstrang vergessen habe. Die Differentiale sind nicht befüllt mit Öl, sondern nur geschmiert. Also was hier steht, stimmt nicht. Und ist auch meines Erachtens keine Befüllung für einen Bash Truggy oder Monster Truggy oder Monster Truck, wie sie es nennen. Ne? So. Ich habe hier, glaube ich, 100, so ungefähr 150.000. 75.000. Hinten war, glaube ich, 50. Das haben wir gewählt. Hat sich auch gut herausgestellt. Ne?
für das Auto. Da war ich eigentlich sehr zufrieden mit. Ja. Was ganz cool war, ich habe ihn einmal zerlegt gehabt, halt ganz grob halt, um ihn auch vernünftig einmal abzupusten an vielen Stellen. An dem Mittelteil lässt sich schnell alles rausnehmen. Die Mudguards sind von oben geschraubt, bis auf die letzten Schrauben, die sind von unten geschraubt. Dann kann man die auch wegnehmen, vernünftig sauber machen. Akkufach, ja, ist, das sind Armastrapse hier, damit wir 6S fahren konnten. Ist jetzt nicht so durchdacht, ist ein ganz normales Akkufach. Der Bereich, das lässt sich auch mit zwei Schrauben lösen und einmal drehen. Der Regler ist auch nur festgeschraubt, das kann man alles umändern. Aber man hat nicht Motorkabel, die lang genug sind, die werden hier dann durchgeführt. Hier sind auch Sachen zum Befestigen mit Kabelbinder. Aber das ist nicht möglich, weil man müsste die Motorkabel eines Mal verlängern. Ja, es gibt von Markus Philipp ein schönes Akkufach, das bietet er, glaube ich, an. Das ist 3D gedruckt, das hat dann auch Halter und so weiter. Und dann kann man da auch sicher 6S drin fahren. Was aber nicht nötig ist, weil so wie man den Stock lässt, er muss einfach auf 4S bewegt werden, weil 6S, es ist Quatsch, er fährt die ganze Zeit nur im Teillastbereich, der Motor dreht nie aus. Also ich habe es nicht gemacht und habe, und ja, ihr könnt es gerne tun, aber wirklich Spaß hat es dann auch nicht gemacht, diese fast schon unkontrollierbare Power. Ansonsten die Qualität der Teile und der Kunststoff. Also ich habe keine gebrochenen Querlenker gehabt, da berichten auch viele von. Wie gesagt, kein verbogenes Chassis gehabt. Ich habe jetzt letztens ein Video von Mannys RC-Garage gesehen. Schöne Grüße an dieser Stelle. Der hat gesagt, er und seine Jungs sind vom Kronos sehr enttäuscht, weil teilweise schon über dem Feld fahren das Chassis krumm ist. Also der hier ist im Rennen gegen den Creighton von der Klippe runtergefallen und voll auf den Arsch geknallt, dass der Spoiler-Alter in 1000 Teile zerflogen ist, also in 2 Teile. Ne, der ist hier... ich kann ihn auch euch, aber ich kann ihn ja mal zeigen einfach. So sah der Spoilerhalter tatsächlich aus, nachdem er ab war. Also da gehört schon einiges zu, dass er so bricht. Das Problem war auch eher der Bereich hier oben, dass da die Schrauben einmal ausgerissen sind. Und ja, ich glaube aber, da kommt eine Verbesserung auf den Markt. Spätestens in der nächsten Version dieses Fahrzeugs, wenn sie dann kommt. Ja, ansonsten habe ich noch einen Defekt gehabt. Zeige euch auch Bilder davon, wenn ich sie nicht vergesse, aber wenn ich dann im Videoschnitt das sehe oder höre, dann werde ich sie ja suchen. Die Spurstangen habe ich volle eingebogen gehabt, aber komischerweise nicht beim Crash oder bei irgendwas, sondern ja, er kam auf einmal auf mich zugerollt und ich dachte, oh, die Ackermannstrebe da drin ist verbogen, was auch ganz vielen passiert. Aber nein, es waren beide Spurstangen, die verbogen waren. War schon ein bisschen kurios auf jeden Fall. Ja, Teile-Support, das war auch ein großes Thema im Vorfeld, dass alle Teile vor dem Auto da waren. Ja, über Corralli ist alles zu bekommen, die Händler können alles bestellen. Preise gehen auch, es ist auch teilweise, dass man einzelne Querlenker kriegt, wenn ich das richtig gesehen habe. Manche Tuning-Teile-Preise sind noch sehr hoch angesiedelt, aber das muss eigentlich, oder mittlerweile ist das glaube ich auch anders. Da stand was von 99 Euro für irgendwelche Sachen, das war natürlich Platzhalter, denke ich mal. Ja, was ist jetzt mein komplettes Fazit von dem Team Corralli Kronos? Also, nur mal aufs Auto an sich gesehen, waren meine Erfahrungen eigentlich mittelmäßig. Ja, er ist schnell, er ist brutal, man kann zwischen den Wheelies, die er dann auch irgendwie macht, und dem heftigen Ansprechen auf die Gasbefehle auch ein schönes Fahrverhalten definitiv erkennen und erahnen. Das habe ich ja gerade beim Elber Ritzel auch dann festgestellt, dass er wunderbar kontrollierbar sein kann. Aber das ist einfach in der Übersetzung, ich habe da einfach kein gutes Gefühl bei. Ne? Es macht auch dann teilweise einfach keinen Spaß, wenn man einfach durchziehen will und er bei, keine Ahnung, bei 70 Klamotten im Gelände plötzlich dann doch ein Wheelie macht und sowas. Das ist, ja... Hat mir nicht gefallen. Aber hier steckt definitiv Potenzial drin. Man darf auch nicht vergessen, dass es die V1 mit der Team Corralli auf den Markt prischt. So, also kann man es aus einer Sicht sehen. Und man sagt auch, ja, Arma, die haben damals auch ihre Schwächen gehabt und sowas. Wenn man den ersten Crane mit dem heutigen Crane vergleicht, das ist nicht designtechnisch, fahrwerksabstimmungsmäßig, die Qualität von manchen Teilen, die Bauweise, da liegen Welten zwischen.
Man kann sagen, solche Sachen wie dass das, manche Sachen wie das Heck des Chassis und sowas sind nach wie vor so geblieben. Aber so schlimm waren die nie wirklich. Die Skidplates braucht man halt, oder das ist eine deutsche Erfindung eigentlich von Boris Leipert, ja. Die braucht man ja eigentlich nur für den Hardcore-Einsatz. Aber damals, als ich auf den Markt kam, was war denn da der Maßstab? So, damals gab es die Autos von Absima, den Torch und so weiter, die gab es schon. Die waren auch gut, haben auch mit Materialstärke und Qualität zu kämpfen gehabt. Der von der Tiger MT4 war damals das Maß der Dinge. So, der war auch nicht vor allen Sachen gefeilt. Da habe ich auch aufgehört von Fahrten oder fast jede Fahrt beim Diffschaden geendet. So, bei manchen ja, bei manchen nein. So, da war Amar schon sozusagen mit einem reinen Truggy auf dem Markt, der direkt als MT da gelegt war, was natürlich nicht war, also mit einem Maggi oder Monster Truggy auf dem Markt. Mit konventionellem Design, was auf einem Wettbewerbsauto basiert, weil damals Tindurango, Amar, ne, da war ja eine Verbindung. Das war schon damals, ich will nicht sagen revolutionär, aber was Neues. Aber wenn man jetzt heute mit so einem Wagen kommt, ist das ja nichts Neues. Da hat man ja schon so ein bisschen, ne, man kann ja sehen, was haben denn alle für Fehler gemacht. So klar, man kann nicht sofort verstellbare Karosseriehalter erwarten. Und hier und da irgendwelche Features, ne, der Wagen ist ja so schon teurer als ein Creighton. So, das ist klar. Aber auf manche Sachen, so bei manchen Dingen, hätte ich dann doch eher dahin geguckt und mich an dem orientiert, was auch dann wirklich halt sich bewährt hat. So, und nicht auf Teufel komm raus 110 km/h auf Karton schreiben und dann, ne, das hatten wir beim S-Works Zeus damals auch schon gehabt. Auch da, alle kaufen sich Max 8 Kombos, die Basher-Kombo in Anführungszeichen. Ja, aber Wettbewerbsautos, die fahren mit 1650 kV oder irgendwie sowas, wurde gesagt. Ja, damit funktioniert es auch. Auch das kann man hier machen, weniger KV einbauen. Ich habe eine Reaper-Kombo liegen, hatte ich überlegt, die einzubauen. So, aber die habe ich mir nur geliehen von Alexander Schölzchen, ne? Weil du das Video siehst, die auch schöne Grüße, die muss ich dir noch wiedergeben. Aber das ist ja nicht Ziel der Übung, sich ein RTR-Auto zu kaufen und alles immer auszutauschen, wie viele es machen. Dann brauche ich mir kein RTR-Auto kaufen. So, ein anderer Aspekt ist aber auch, der so ein bisschen dann, den ich nicht mitbewerten darf, aber den ich einfach halt so im Hinterkopf habe, ist auch das Auftreten, wie kommt dieses Auto auf den Markt. Und wenn ich dann die sozialen Netzwerke durchforste oder verfolge, wie das Auftreten dann teilweise ist und wie dann alles verteidigt wird und ja, das ist ja hier, wir haben die Best Electronics of the Market und so weiter und alles, so, aber dann sind da in meinen Augen Sachen einfach falsch gemacht worden, ne? Das wirft dann auch nicht so gutes, kriege ich nicht so gutes Gefühl bei, so. Aber das ist halt mein persönliches Empfinden von der Gesamtsituation. An sich ist das eine gute Basis, die weiterentwickelt werden sollte und ja, Konkurrenz belebt den Markt, belebt das Geschäft und sorgt für rauchende kreative Köpfe. Wer jetzt, ne, wir haben die besten, welche Firma hat die besten Features im Auto? So, und ich bin gespannt, was da, ja, wie sich der Markt verändern wird. Und ob, ja, ob die, dass sich überhaupt gelohnt hat für Gorelli, ob es überhaupt weitere Autos gibt. Ne? Also, ich würde gerne in der nächsten Version viele kleine Kniffe und Details sehen, verstellbare Karosseriehalter für einen anderen Look, verstärkten Wingmount, versteckte Spurstangen. Den Antriebsstrang würde ich ändern auf eine klassische Truggy-Übersetzung. HZ kann meinetwegen 46 bleiben, da muss man jetzt nicht auf 50er hoch wechseln. Ne, da kann man ja eigentlich da bleiben halt, aber das würde ich halt schon definitiv ändern. Vielleicht ein neues Set Reifen, was genauso gut ist wie diese hier, mit so einer tollen Verklebung. Ein neues Karo-Design und ja, ein anderes Servo vielleicht. Aber am Anfang auch noch viel schlimmere Servo-Probleme gehabt, als sie es jetzt heute haben. Ne? Das ist immer noch so ein Ruf, der sich nachzieht, meines Erachtens nach. Ansonsten, ich hoffe, es ist nicht zu lang geworden, das Video. Und ich danke euch fürs Zuschauen, Leute. Und dann, ja, ich weiß gar nicht, als ich dieses Video aufgenommen habe, ist es noch mitten in der, ist noch vor Ostern, mitten in der Corona-Zeit und ich weiß gar nicht, was jetzt gerade Phase ist, wenn ihr dieses Video seht. Ich hoffe, es gibt YouTube überhaupt noch dann und nicht die Apokalypse ist eingetreten. Aber trotzdem, danke fürs Zuschauen, Leute, und dann bis zum nächsten Mal bei German RC Playground.